dass wir hier im Bundestag Frauen wie Britta Hasselmann haben, die vor Kriegsmüdigkeit warnen, oder wie die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann. Noch sind Sie es, die ihre Enkelkinder an die Front schicken müssen. Solche Durchhalteparolen im Stil des Frühjahrs 45 sind einfach nur eines: unanständig und dumm. Was ich Ihnen ehrlicherweise sagen muss, die Genugtuung und die Freude dieses russischen Erfolges, das Sie hier zeigen, ist widerwärtig und zutiefst unpatriotisch. Gerade wurde enthüllt, dass Sie 100 Rechtsextremisten in Ihrer Fraktion eingestellt und ihnen damit Zugang zum Herzkammer unserer Demokratie gewährt haben. Eigentlich sei Russland das Opfer. Meine Damen und Herren, mir kommen die Tränen. Und jetzt kommen die ganz nützlichen Schlaumeier der AfD und ein und meinen jetzt mal, uns richtig eine Hake zeigen zu können. Und tragen genau das weiter. Und das ist natürlich der Sinn der Übung, dass in Moskau steht, boah, da wurde jetzt richtig eine heiße Debatte im Bundestag drüber geführt. Meine Damen und Herren, dort, Sie sind der verlängerte Arm von Wladimir Putin. Dort sitzen diejenigen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass die Ukraine untergeht. Dort sitzen diejenigen, die die sozialen Netzwerke nutzen, um unsere Gesellschaft nach rechts zu drehen. Ich rufe somit den Punkt Aktuelle Stunde auf. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Taurus-Abhörskandal in der Bundeswehr beantragt. Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Der Bundeskanzler hat sich festgelegt, er wird den Taurus nicht an die Ukraine liefern. Dass er dafür nach Monaten des Streits auf ein öffentliches Basta zurückgreifen muss, sagt viel aus über den Zustand der Koalition und noch mehr über den Wert seiner Richtlinienkompetenz. Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das, sagte Olaf Scholz. Gut, Herr Bundeskanzler, dass Sie, Ihr Kabinett und die Deutschen daran erinnern, dass Sie Kanzler sind. Man merkt es nämlich nicht. In der Sache haben Sie recht. Der Taurus ist ein Waffensystem mit dem Potenzial, aus dem Krieg um die Ukraine einen Krieg in ganz Europa zu machen, einen großen Krieg. Dass wir hier im Bundestag Frauen wie Britta Hasselmann haben, die vor Kriegsmüdigkeit warnen, oder wie die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann, die den Krieg auf dem Schlachtfeld entscheiden will, ist ein schlechter Witz. Diese Frauen haben weder die Fähigkeit, den Irrsinn ihrer absurden Forderungen zu erfassen, noch sind sie es, die ihre Enkelkinder an die Front schicken müssen. Solche Durchhalteparolen im Stil des Frühjahrs 45 sind einfach nur eines: unanständig und dumm. Meine Damen und Herren, vor 3 Wochen haben sich der Inspekteur der Luftwaffe und 3 seiner Offiziere abhören lassen. 4 Tage davor wiederholte Verteidigungsminister Pistorius noch sein Mantra der Kriegstüchtigkeit. Die Bevölkerung solle sich mit der Gefahrenlage auseinandersetzen. Das ist sie. Diese riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer in der Ampelkoalition. Immer das große Wort führen, Kriegstüchtigkeit, aber nicht einmal den eigenen engsten Bereich unter Kontrolle haben. Der Abhörskandal hat einen enormen Schaden angerichtet. Der Inspekteur der Luftwaffe plaudert mal soeben deutsche Staatsgeheimnisse aus, Anzahl der einsatzbereiten Taurus, plaudert mal soeben Staatsgeheimnisse anderer Nationen aus, verdeckter Einsatz amerikanischer Militärberater in der Ukraine, plaudert dann munter weiter, wie deutsche Soldaten verdeckt den Einsatz des Taurus unterstützen könnte. Und alles in einem Ton, als ob es sich um irgendein Spiel handeln würde. Es ist diese Bundesregierung, die seit Antritt das große Wort von der Zeitenwende führt, sich aber nicht an die eigenen Regeln halten kann, das Rumquatschen nicht unter Kontrolle bekommt. Sie können es nicht. Und ihr
Und Ihr zweiter Geheimdienst, der MAD, was macht der eigentlich? Spionageabwehr ist es ja offensichtlich nicht. Und jetzt geben Sie ernsthaft Putin die Schuld, dass Russland das geheime Gespräch abgehört hat. Ihre Vorgängerin Merkel stellte vor x Jahren schon fest, dass selbst die Amerikaner uns überwachen. Abhören unter Freunden geht gar nicht. Doch, das geht. Bis heute übrigens. Und genau so hören die Russen ab und die Chinesen. Und die Aufgabe des MAD und des Verfassungsschutzes wäre es, Deutschland davor zu schützen. Aber das können die nicht, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die Facebook-Profile von Bürgern auszuschnüffeln. Das ist die Wahrheit. Der Abhörskandal in der Bundeswehr offenbart wieder einmal den ganzen Dilettantismus dieser Regierung. Seit über 2 Jahren sehen wir dieses unwürdige Spiel. Es gibt da keine Reparaturmöglichkeiten. Diese Regierung gehört abgelöst. Richtig bleibt jedoch das erste Machtwort des Kanzlers, seit er im Amt ist. Nein zum Taurus. Bleiben Sie dabei, Herr Bundeskanzler, auch wenn Ihre Gründe dafür im Dunkeln liegen mögen. Dankeschön. Falko Trossmann für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, im großen Reigen der sinnlosen Aktuellen Stunde, die AfD beantragt hier, ist das hier ein neuer Höhepunkt. Ich kann es überhaupt nicht anders sagen. Die CDU wittert einen Skandal, bezeichnet das einen Skandal, und da will die AfD natürlich nicht nachstehen, möchte ein Stück von dem Skandal abhaben und beantragt eine Aktuelle Stunde. Was ich Ihnen ehrlicherweise sagen muss, die Genugtuung und die Freude dieses russischen Erfolges, das Sie hier zeigen, ist widerwärtig und zutiefst unpatriotisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hat der Kanzler 2 Stunden sich detailliert geäußert zu Taurus und zu anderen Themen. Heute Morgen 5 Stunden Verteidigungsausschuss, wo darüber gesprochen worden ist. Vorgestern eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses, wo der Verteidigungsminister und Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt detailliert zu allen Punkten Stellung genommen hat. Und das Einzige, was die AfD dazu beizutragen hat, ist ein Antrag heute Morgen, in dem gefordert wird, dass innerdeutsche Produktionsstätten, Metzgereien, Molkereien und Schlachtbetriebe zu fördern sind. Es geht Ihnen an keiner Stelle um die wirkliche Aufklärung dessen, was da passiert ist. Es geht Ihnen ausschließlich um die Skandalisierung. Sie hätten jede einzelne Frage stellen können im geheimen Teil. Was Sie hier machen, was Sie hier versuchen, ist, dass Sie geheime militärische Abläufe, über die wir im Ausschuss detailliert unter Geheimhaltung gesprochen haben, in die Öffentlichkeit zu zerren. Das ist das, was Sie wollen, um damit dann auch Russland weiteren Vorschub zu leisten. Das ist alles, was Sie tun. Der Minister hat sich deutlich geäußert, und ich möchte nur auf 3 kleine Punkte eingehen, weil alles ist detailliert besprochen. Klar ist, ein schwerer Fehler wurde begangen. Das hätte nicht passieren dürfen, überhaupt keine Frage. Und der Minister hat auch zugesagt, dass das nachgewiesenes Fehlverhalten geahndet wird. Zweitens, weil das auch immer falsch gesagt wird, es handelt sich hier nicht um das WebEx-Programm, das viele von uns auch nutzen, das in vielen Bereichen genutzt wird, sondern um WebEx für Bundeswehr, was ausschließlich auf innerdeutschen Servern gehostet wird. Natürlich auch mit der notwendigen Sicherheitstechnik dabei. Deshalb grundsätzlich, es besteht keine systematische Sicherheitslücke. Unsere Vorgaben zu Um- und Zugang und Austausch von Verschlusssachen sind grundsätzlich ausreichend und entsprechen den nationalen sowie den internationalen Vorgaben. Insofern, alle Punkte sind detailliert besprochen, alle Punkte sind aufgeklärt. Was nötig ist, wird weiter aufgeklärt werden. Und ich empfehle manchen Menschen in unserem Land, wenn sie Ausschusssäle besetzen mit selbstgebastelten Schildern, schreiben Sie doch nicht Ausschussvorsitzender drauf, sondern Grüschwatz, größter Schwachsinn aller Zeiten. Vielen Dank.
Und für die Unionsfraktion hat das Wort Jens Lehmann. Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren, Herr Drossmann, diese einberufene Aktuelle Stunde hätte ich mir vor allen Dingen von den Ampelfraktionen gewünscht. Aber sie haben im Gegenteil die von uns beantragte Sondersitzung verzögert. Und auch der Bundeskanzler wollte sich den Fragen im Ausschuss nicht stellen. Aber wir sprechen hier über gleich zwei höchst brisante Sachverhalte. Es geht um Detailfragen beim Marschflugkörper Taurus und um abgehörte Gespräche von deutschen Luftwaffenoffizieren. Meine Damen und Herren, der Abhörvorgang der Russen darf nicht passieren. Da Putin das natürlich zu Propagandazwecken missbraucht, sollte spätestens jetzt den letzten naiven Russlandfreunden klar sein, dass Russland nicht nur in der Ukraine einen physischen Krieg führt, sondern auch asymmetrisch in Deutschland. Dass unsere Luftwaffenoffiziere abgehört wurden, deckt im Übrigen schonungslos auf, dass wir dringend besser werden müssen, wenn es um verschlüsselte Kommunikation und vor allen Dingen um deren Anwendung geht. Ich denke, wir alle erwarten eine vollständige Aufklärung von Minister Pistorius mit entsprechenden Konsequenzen. Es ehrt ihn, wenn er sich vor seine Soldaten stellt und sie in Schutz nimmt und erst einmal disziplinarische Ermittlungen abwartet. Dasselbe hätte ich mir auch im Fall von General Koschik erwartet. Aber hier misst Boris Pistorius offenbar mit zwei verschiedenen Maßen. Meine Damen und Herren, im Taurus-Telefonat haben die beteiligten Soldaten ihren Job gemacht. Sie sind Einsatzmöglichkeiten der Waffe durchgegangen. Es ist jedoch ein maßgeblicher Widerspruch zwischen den Inhalten des abgehörten Gespräches und den Aussagen des Bundeskanzlers offensichtlich geworden. Wie verhält sich der Inhalt des Gespräches mit den Aussagen von Bundeskanzler Scholz? Für mich passt das nicht zusammen. Einer muss die Unwahrheit sagen. Es kann nur eine Wahrheit geben. Entweder braucht es deutsche Soldaten in der Ukraine, um den Taurus zu begleiten, oder nicht. Da ich keine Bundeswehrsoldaten in den Taurus-Nutzerstaaten Spanien und Südkorea sehe, scheint die Antwort klar. Angesichts der Brisanz des Themas ist es zwingend, dass Sie dem Parlament umfassend erklären, warum Sie keine Taurus-Marschflugkörper liefern wollen. Sie haben die Chance am Montag zur Sondersitzung verpasst, und auch Ihre heutigen Aussagen machen die Sache nicht besser. Es ist Ihre Pflicht, vor den gewählten Vertretern des Volkes wichtige Dinge zu erklären. Ich möchte nicht in der nächsten Schülerzeitung schauen müssen, um Ihre aktuelle Meinung und Argumentation zum Taurus zu erfahren. Ein Basta für Schülern ersetzt nicht die Erklärung vom Parlament. Hier erwarte ich eine klare Aussage mit vor allen Dingen gleichbleibenden und stichhaltigen Argumenten, die das Parlament überzeugt und den Bürgern eine klare Linie vermittelt. Meine Damen und Herren, die Argumentation des Kanzlers bei Taurus ist die gleiche wie bei der Lieferung von schweren Waffen wie Panzerhaubitze oder Leopard, wo es im Übrigen auch erst hieß, wir können nicht liefern, weil die Systeme zu kompliziert seien, weil wir uns dann direkt am Krieg beteiligen. Schlussendlich und auf massiven Druck hin stimmte der Kanzler der Lieferung der Waffen zu. Deutschland befindet sich glücklicherweise nicht im Krieg mit Russland, aber wir unterstützen mit der Ukraine ein Land, das sich gegen einen Aggressor wehrt. Und geforderte Verhandlungen mit Russland kann und wird es nur geben, wenn wir eine wehrhafte Ukraine haben. Daher auch meine Fragen an die Bundesregierung und den Bundeskanzler, der ja die englische und französische Präsenz in der Ukraine bekannt gegeben hat. Befinden sich die NATO-Staaten England und Frankreich im Krieg mit Russland? Ich nehme die Antwort von weg, nein. Beide Länder sind keine Kriegsparteien, und das, obwohl sie ähnliche Waffensysteme liefern, wie Deutschland möchte. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich von der Argumentation des Kanzlers nicht täuschen. Wenn er behauptet, Taurus könne nicht geliefert werden, weil man damit weit ins russische Hinterland wirken kann. Das ist eine schwache Argumentation. Die Ukrainer könnten beispielsweise mit Panzerhaubitzen auch sehr weit ins Hinterland wirken. Ich denke, der Kanzler hat kein Vertrauen in die ukrainische Armee. Die Ukrainer haben bisher alle auferlegten Regeln der Lieferländer penibel eingehalten, und das wird auch so bleiben, da bin ich mir sicher. Meine Damen und Herren, wir sollten aus der Abwehraffäre und dem Kanzlerveto zum Taurus Folgendes für unsere Arbeit hier im Parlament mitnehmen. Für unsere Sicherheit muss investiert werden. Wir brauchen eine voll ausgestattete Bundeswehr, um abzuschrecken. Deshalb muss der Einzelplan 14 um 10 Milliarden Euro jährlich wachsen, um auch nach dem Sondervermögen wichtige Beschaffungen tätigen zu können. Werte Kollegen, sorgen Sie in den Haushaltsverhandlungen dafür, dass der Verteidigungsetat auch tatsächlich auf diese 2% angehoben wird. Und mit einem Zitat von Wilhelm Humboldt, der vor 200 Jahren wusste, ohne Sicherheit
keine Freiheit, möchte ich schließen. Danke. Agnieszka Prokop für Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, Herr Minister, meine Damen und Herren! Jan Masalek war die zentrale Figur von Wirecard. Als der milliardenschwere Betrug dieses Unternehmens vor 4 Jahren aufflog, flüchtete er nach Russland, lebte dort mit einer neuen Identität. Eigentlich alles auch schon so, ja, ein Riesenskandal. Doch die krasseste Enthüllung der letzten Monate ist, dass der von der deutschen Politik damals hofierte Masalek offenbar seit Jahren Teil eines russischen Spionagenetzwerkes war. Aufgedeckt von Journalistinnen von Spiegel, Standard und ZDF. Eine Recherche, die nun unfassbar viele gravierende Fragen aufwirft. So ungeheuerlich dieser Skandal ist, er bestimmt trotzdem leider nicht die deutschen Schlagzeilen und unsere Debatte. Stattdessen sprechen wir seit Tagen über die Nachlässigkeit deutscher Generäle, wegen der ein vertrauliches Gespräch mitgeschnitten werden konnte. Dabei wurde über einige Details zu Taurus gesprochen, im Kern aber alles schon bekannt. Trotzdem ist das ein schwerwiegender Vorfall, muss aufgearbeitet werden, tut die Bundeswehr, haben wir am Montag im Verteidigungsausschuss getan. Das kam aber übrigens nicht durch kritische Journalistinnen ans Tageslicht, sondern wurde hämisch über Telegram von der Chefin von Putins Propagandasender Russia Today verbreitet. Und es ist nicht das erste Mal, dass Deutschland im Fadenkreuz vom Kriegsverbrecher Putin steht, und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Und wie so oft in den vergangenen Jahren geht es Präsident Putin dabei nicht darum, die Gräben in unserer Gesellschaft zu vertiefen, das Vertrauen in unsere Demokratie zu beschädigen, darum, uns bestimmte Debatten aufzuzwingen und von anderen abzulenken. Dieser Leak verdrängte nicht nur die Causa Masalek aus unserer Aufmerksamkeit, sondern auch die mutigen Proteste nach der Ermordung von Nawalny in Russland, die bedrohliche Lage in Moldau, die jüngsten Kriegsverbrechen in der Ukraine. Und es war wahrlich kein Zufall, dass dieses Gespräch jetzt veröffentlicht wurde. Und wer macht sich hier nun einmal mehr zum Handlanger Putins? Es ist die AfD, die hier kein Wort über russische Spionage verliert, sondern bei dem Umgang mit den Leaks sich perfekt nach Putins Drehbuch verhält. Hier zeigt sich, wer wirklich hinter der Bundeswehr steht. Mit ihrer schäbigen Nummer schiebt die AfD die Soldaten, die deutschen Soldaten, die Opfer des Leaks waren, auch noch mal vors Kanonenrohr so richtig. Das ist einfach nur schändlich. Und dann behaupten Sie auch noch, dass es Ihnen um die Sicherheit unseres Landes geht. Gerade wurde enthüllt, dass Sie 100 Rechtsextremisten in Ihrer Fraktion eingestellt und Ihnen damit Zugang zum Herzkammer unserer Demokratie gewährt haben. Sie stehen nicht für Sicherheit, Sie sind das Sicherheitsrisiko schlechthin, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktion, als Demokratinnen aber durchschauen wir diesen bösartigen Plan von Putin. Wir haben die Verantwortung, sein Kalkül zu durchkreuzen, statt uns naiv oder gar absichtlich zu seinen Helfern zu machen. Lassen Sie uns angesichts von Spionage, von Lügen, von Propaganda aus Russland, aus anderen Staaten und von den Feinden unserer Demokratie vereint sagen: Wir begegnen euren Versuchen, unsere Demokratie und offene Gesellschaft auszunutzen und anzugreifen, nur noch robuster, noch gelassener und noch entschlossener. Was ist konkret zu tun? Alle müssen lernen, Quellen und deren Interessen besser zu hinterfragen, vom 16-jährigen Schüler über Alexander Dobrindt bis hin zum 60-jährigen Chefredakteur. Es geht darum, die zu stärken, die Fakten überprüfen und Fakes entlarven, um klare Regeln für soziale Medien und Plattformen, um unsere Medienvielfalt, die so unfassbar kostbar ist, um besseren Schutz unserer Kommunikation und eine handlungsfähigere Spionageabwehr, um Wachsamkeit und um Wehrhaftigkeit. Wir werden aber nicht allein damit gewinnen in dieser Auseinandersetzung, wenn wir nur Einfallstore verkleinern. Und auch nicht, wenn wir all unsere Zeit darauf verwenden, die Lügen zu entkräften und sie zu widerlegen.
Wir verfügen über etwas, was die menschenverachtenden Autokraten und blutrünstigen Kriegsherren fürchten und deshalb so erbittert bekämpfen. Nichts bedroht sie so sehr wie eine freie Gesellschaft von kritischen Bürgerinnen und Bürgern. Wir besitzen eine mächtige Waffe, und das ist unser Zusammenhalt, und das ist unsere offene Gesellschaft. Wenn wir uns erfolgreich gegen die Feinde der Demokratie wehren wollen, müssen wir die kleinen und die großen Räume schützen, in denen wir uns gegenseitig zuhören und verstehen können, in denen wir mit Fakten und mit Empathie gemeinsam nach Lösungen suchen. Lassen Sie uns das niemals vergessen. Lassen wir uns das von den Feinden der Demokratie niemals nehmen. Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat nun das Wort Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die AfD-Fraktion uns alle hier für komplett bescheuert hält oder sich selbst für besonders clever. Ich befürchte beides. Dafür muss nun eine Aktuelle Stunde unter der Überschrift Abhörskandal herhalten. Dabei kann man in 5 Minuten genau das Drehbuch nachschreiben. 4 Generäle sind abgehört worden, die sich über den Einsatzmöglichkeit des Taurus in der Ukraine per Telefon ausgetauscht haben. Und da haben sich 2 nicht korrekt in diesen Kommunikationsraum eingewählt. Das ist in der Tat grob fahrlässig, ist auch nicht lustig und darf auch nicht passieren. Der Bundesminister der Verteidigung hat das gemacht, was ein Chef macht. Er hat erst mal technisch klären lassen, was passiert ist, und auch den MAD eingeschaltet. Und natürlich gehört zu überprüfen, was für Folgen ein solcher Fehler nach sich ziehen könnte, übrigens auch technisch. Und es ist gut, dass der Minister nicht dem Reflex nachgegeben hat, dass dieses Fehlverhalten zwingend personelle Konsequenzen haben muss. Denn genau darauf zielt die Idee der Veröffentlichung des Gesprächs. Es soll Druck ausgeübt werden, auf den Minister hervorragende Generäle rauszuschmeißen. Es soll Druck ausgeübt werden, auf den Bundeskanzler bloß nicht doch den Taurus zu liefern. Offensichtlich hat nämlich Russland vor dem Taurus richtig die Hose voll. So, und hier sind einige und hier sind keine Staatsgeheimnisse ausgeplaudert worden. Es gibt keinen Skandal. Der Inhalt dieses Gesprächs bestätigt nur das, was sowieso alle wissen, nämlich, dass der Taurus eingesetzt werden kann, ohne dass ein deutscher Soldat in der Ukraine dafür nötig ist. Und dafür hat es wirklich kein russisches Leak gebraucht. Und deswegen zweifeln wir nicht an der Eignung der Offiziere. Wir werden seit Jahren von Russland ausspioniert und abgehört. Das sind massive Angriffe auf unser Land. Und ich frage mich, wo ist der Aufschrei der berühmten Alternative für Deutschland? Und wer glaubt, dass diese Angriffe nur bei James Bond in der Lieblingsfolge der AfD, Liebesgrüße aus Moskau, jeden Tag gesendet werden, der kennt die Realität nicht. Es ist perfide. Es ist die durchsichtige Methode des Wladimir Putin, nachdem er in der Ukraine nicht den Erfolg hat, den er glaubte, nämlich die Ukraine schnellstens zu unterdrücken, dass die Staaten und die Gesellschaften, die an der Seite der Ukraine stehen, von innen heraus anzugreifen. Und in diese Abteilung fallen Fake News, fällt das russische Narrativ, eigentlich sei Russland das Opfer. Meine Damen und Herren, mir kommen die Tränen. Und jetzt kommen die ganz nützlichen Schlaumeier der AfD, und ein und meinen jetzt mal, uns richtig eine Hake zeigen zu können. Und tragen genau das weiter. Und das ist natürlich der Sinn der Übung, dass in Moskau steht, boah, da wurde jetzt richtig eine heiße Debatte im Bundestag drüber geführt. Meine Damen und Herren, dort, Sie sind der verlängerte Arm von Wladimir Putin. Dort sitzen diejenigen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass die Ukraine untergeht. Dort sitzen diejenigen, die die sozialen Netzwerke nutzen, um unsere Gesellschaft nach rechts zu drehen. Dort sitzen diejenigen, deren Kollegen in der russischen Botschaft Party machen und, ich nehme an, für die Wahl von Putin bereits den Partybus bestellt haben, um dann mit Gegröle nach Moskau zu fahren. Diese Abgeordneten, meine Damen und Herren, die immer großen Wert darauf legen, ehemalige Soldaten gewesen zu sein, die treiben das Spiel Moskaus und prangern deutsche Soldaten an. Schämen sollten sie sich. Und meine Damen und Herren, der Skandal,
Nicht die abhören, das ist wirklich ärgerlich, aber nicht das ist der Skandal. Der Skandal ist, dass in Ihrer Fraktion der Vorsitzende der Jungen Alternative sitzt. Der Skandal ist, dieser Mann wurde aufgrund fehlender Verfassungstreue in die Farbkategorie Rot als Extremist eingeordnet. Ihr Kollege Hannes Gnauk wurde vom Dienst freigestellt, darf die Kaserne nur nach Aufforderung betreten und das Tragen der Uniform wurde ihm verboten. Meine Damen und Herren, das ist der Skandal, dass Sie das zulassen. Das ist der Skandal, dass Sie dieses zulassen, nicht dieser, die Frage des Telefonats, sondern dass Sie zulassen, dass ein solcher Mann, der als Extremist gilt, im Verteidigungsausschuss sitzt, ist so unsäglich. Geflohen hat er sich in den Bundestag. Meine Damen und Herren, in dem Ausschuss, wo es um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geht, das interessiert Sie alles nicht. Das interessiert Sie null. Sie interessiert nicht die Sicherheit. Sie interessiert nicht die Demokratie. Sie interessieren sich nicht für Freiheit. Sie interessieren sich für Umsturzgedanken und gruselige Fantasien. Man kann sich es gar nicht vorstellen. Und alle, die auf der Tribüne sitzen, achten Sie genau darauf, meine Damen und Herren. Junge Menschen, die TikTok hören, hören Sie dort nicht hin. Das ist das Ende der Freiheit dieses Landes, wenn Sie diesen Rattenfängern folgen. Meine Damen und Herren, Sie sind Handlanger. Sie sind die Feinde der Freiheit. Und von Ihnen lassen wir uns ganz sicher nicht vorführen. Dafür müssen Sie deutlich früher aufstehen. Ich hatte ja zu Beginn der Debatte ein paar ordnungsleitende Maßnahmen und Worte gesagt, dass wir uns gegenseitig nicht selbst beschimpfen sollten und dass wir eine sachliche Debatte führen sollten. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen, auch dass ich mir die Reden im Nachgang noch mal anschaue. Und der nächste Redner ist jetzt für die AfD-Fraktion Matthias Moosdorf. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein bisschen mehr Sachlichkeit. Das veröffentlichte Gespräch ist eindeutig. Die Führung der deutschen Luftwaffe hat offen darüber gesprochen, wie sie die Krimbrücke bombardieren und ihre eigene Beteiligung daran verschleiern kann. Dazu wurden mehrere Optionen durchgespielt. Man könne die Kommunikation offiziell über den Hersteller von Taurus laufen lassen oder die Briten bitten, zu helfen. Die Generäle wussten, dass sie hier über eine Kriegsbeteiligung Deutschlands sprachen, denn an einer Stelle sagte General Gräfe ganz deutlich, beteiligt ist beteiligt. Das Gespräch wäre nun weitaus weniger skandalös, wenn man im Rahmen einer NATO-Übung den theoretischen Angriff auf russische Ziele durchgespielt hätte. Aber hier ging es um etwas ganz anderes. Deutsche Offiziere haben sich im Casino-Stil oder besser noch wie Penäler in einer LAN-Party die Taschen vollgehauen, wie sie ein Ziel in Russland bombardieren könnten, ohne dass auf sie ein Schatten fällt. Das wäre entweder ein Kriegsakt gegen Russland oder schlicht Terrorismus. Denn weder Deutschland noch ein anderes NATO-Land wurde von Russland angegriffen. Kein westliches Land ist, so die deutsche Sicht, mit Russland im Krieg. Daher gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder lügt die deutsche Regierung oder die Generäle haben Verrat begangen, indem sie offen gegen die Politik von Kanzler Scholz gehandelt und einen Angriff geplant haben, den er offiziell zumindest nicht will. Dass es diese konkrete Angriffsplanung gibt, sagt ein Teilnehmer auch ganz offen. Er habe sogar schon drei mögliche Anflugrouten der Taurus-Raketen zur Brücke durchgerechnet. Paragraph 13 des Völkerstrafgesetzbuches sagt dazu, mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren wird bestraft, wenn durch die Tat die Gefahr eines Krieges oder einer Angriffshandlung für die Bundesrepublik Deutschland herbeigeführt wird. Hier beginnt das Problem Pistorius. Deutsche Medien brauchten übrigens 14 Stunden, um das Offensichtliche einzuräumen. Pistorius behauptet am Sonntag, dass die Veröffentlichung des Telefonats Teil einer Desinformationskampagne Russlands sei. Aber, liebe Kollegen, was ist daran Desinformation, wenn Russland Tatsachen berichtet? Roderich Kiesewetter erklärte, der russische Präsident Putin betrachte den gesamten Westen als Feind und Kriegsziel, als wären es russische Generäle, die Angriffspläne auf deutsche Brücken ausgeheckt hätten. Hat also der Minister Angriffspläne ausarbeiten lassen, obwohl er die Haltung des Kanzlers dazu kennt? Pläne, die nach deutschem Recht illegal sind? Ein Blick in das Grundgesetz und den 2+4-Vertrag genügt.
Oder wusste die Bundesregierung davon, wie verlässlich ist also eine Bundeswehrführung, die faktisch gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten verstößt und obendrein unsere Verbündeten brüskiert? Auch wenn es viele in Berlin und auch Scholz selbst nicht hören wollen, Deutschland ist für den Kringel längst Kriegspartei. Warum? Wir erinnern uns, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schon im März 2022 ein Gutachten herausgegeben hat, ab wann wir das werden. Die Antwort ist sehr klar. Wenn Deutschland ukrainische Soldaten ausbildet oder wenn es Geheimdienstinformationen mit Kiew teilt. Beides tut Deutschland. Der polnische Außenminister Sikorski musste nach dem deutschen Leck zugeben, dass einige NATO-Länder bereits Soldaten in der Ukraine haben. Er sagte, und ich möchte den Vertretern dieser Länder aufrichtig dafür danken, dass sie dieses Risiko eingegangen sind. Aha! Er fügt hinzu, dass im Gegensatz zu gewissen Politikern nicht verraten wird, welche Staaten diese Soldaten in die Ukraine geschickt haben. Vielleicht erklärt das, warum laut russischen Angaben im Januar 60 Franzosen in Kharkiv getötet wurden. Was waren das für Soldaten? Ehrenlegion? Stück für Stück wird die Öffentlichkeit in Europa auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Sikorski nochmals dazu. Der Westen sollte eine kreativ durchdachte und asymmetrische Eskalation durchführen. Aber die Kriegsteilnahme von offiziellen Soldaten aus europäischen Ländern würde Krieg mit einer Atommacht bedeuten. In Europa hoffen also offenbar Politiker, Russland so dazu bringen zu können, einen Mitgliedstaat anzugreifen, um den NATO-Verteidigungsfall ausrufen zu können. Die Generäle bestätigen all das im Plauderton. Großbritannien habe wegen der Sturmshadows Militärpersonal vor Ort. Zudem würde in der Ukraine viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten herumlaufen. Sollte dies, liebe Kollegen, von deutscher Seite aus gewusst worden sein, hätte die Bundesregierung Bundestag und Öffentlichkeit belogen. Schlimmer noch, sie ließe Deutschland durch eine Mischung aus Dilettantismus und Realitätsverweigerung, wie die Berliner Zeitung schreibt, in einen großen Krieg hineinrutschen. In nur zwei Wochen haben sich die Ereignisse so zugespitzt, dass jeder die Gefahr nun sehen kann. Ich hoffe, dass es unter den europäischen Politikern noch welche gibt, die ihren Überlebensinstinkt noch nicht einer wertegeleiteten Kriegshysterie geopfert haben. Ein Verbleib von Verteidigungsminister Pistorius im Amt ist so dilettantisch wie alles von dieser Bundesregierung. Vielen Dank. Adis Ahmetović ist für die SPD-Fraktion der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Aktuelle Stunde haben, weil sich jetzt die einzelnen Positionen der Fraktionen entlarven, vor allem von einer Fraktion, und das ist die AfD. Wenn wir gerade genau hingehört haben bei jeder AfD-Minute, sprich, keine einzige Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Stattdessen gibt es Schelte für unsere Parlamentsarmee und Generäle. Das ist ihre Position unserer Parlamentsarmee gegenüber. Das ist antipatriotisch, und sie zeigen damit, auf welcher Seite sie stehen, auf der Seite von Putin, meine Damen und Herren. Sie sagen ganz klar, und das ist das Typische an Sie als Fraktion, liebe AfD, Sie nutzen gerne die Minuten, um Fake News zu verbreiten, vor allem für TikTok, Instagram, YouTube, Telegram. Sie sagen, wir wollen einen Krieg bewusst provozieren für einen Bündnisfall. Und ich möchte das gerne mal ins Richtige rücken, weil viele Menschen heute hier zugucken darüber hinaus. Olaf Scholz, unsere Außenministerin und unser Bundesverteidigungsminister haben ganz klar gesagt, wir werden keine deutschen Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine stationieren. Deshalb bitte ich Sie, aufzuhören mit diesen Halbwahrheiten. Sie provozieren nämlich die Eskalation, die Polarisierung, und Sie arbeiten mit Angst und Spaltung dieser Gesellschaft, und das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir als demokratische Fraktion ganz klar sagen, was eigentlich passiert ist. Ja, es gab eine Spionage. Ja, es gab Fehler. Aber der Skandal dahinter ist nicht, dass sich zwei Generäle möglicherweise falsch eingeloggt haben in eine Webex-Schalte, sondern der Skandal ist, der hinter dieser Sache steckt,
dass Russland uns spioniert und dafür sorgt, dass unser Land destabilisiert werden soll, dass unseren Menschen, der Gesellschaft, Angst eingeflößt werden soll. Und das ist das Problem in dieser Debatte. Putin ist das Problem und nicht unsere Parlamentsarmee. Liebe AfD, bitte bleiben Sie bei der Sache und stehen Sie solidarisch hinter unserer Parlamentsarmee. Ich weiß, es tut weh. Ich weiß, es tut weh, wenn man die Halbwahrheiten und ihre Lügen und Fake News hier entlarvt. Aber so wie Sie die Minuten nutzen, nutze ich die Minuten hier auch, liebe AfD, um auch noch weitere Dinge hier, glaube ich, richtig klarzustellen. Deutschland und Europa. Wir haben dafür gesorgt, dass nicht in binnen von 7 Tagen oder 4 Wochen Putin die gesamte Ukraine einnimmt. Wir haben gemeinsam dafür gesorgt, als solidarische Gemeinschaft im Selbstverteidigungskrieg der Ukraine sie dabei zu unterstützen, dass die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine nicht komplett gebrochen wird. Hätten wir nicht mit unterstützt und wir den Weg gegangen wären, den die hier ständig hier predigen und fordern, dann gäbe es heute keine Ukraine mehr. Deshalb ist der Kurs von Olaf Scholz und von unserer Bundesregierung der genau richtige. Wir stehen an der Seite der Ukraine, gemeinsam mit unseren transatlantischen Partnern. Und für uns gilt an oberster Stelle eine Regel. Wir werden nicht zur Kriegspartei und wir sind das nicht. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind die großen Unterschiede zwischen Ihnen. Nach Ihnen gäbe es keine Ukraine mehr, und für uns gibt es souveräne Staaten in Europa, und dazu gehört auch die Ukraine, meine Damen und Herren. Und ich glaube, dass diese Aktuelle Stunde noch einmal in einen Kontext gesetzt werden sollte, der, glaube ich, ziemlich interessant ist, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man überlegt, welche Partei hat hier heute eigentlich eine Aktuelle Stunde angemeldet? Unsere Ausschussvorsitzende aus dem Verteidigungsbereich, Frau Strack-Zimmermann, hat das blendend auf den Punkt gebracht. Eigentlich hätte man da schon den Topf bzw. den Deckel auf den Topf setzen können, weil besser hätte man es nicht zusammenfassen können, liebe Frau Kollegin. Aber geben Sie mir die Möglichkeit, ebenfalls in diesem Sonnenschein, den Sie hier hinterlassen haben, Frau Kollegin, auch noch ein paar Sätze noch hinzuzufügen. Gestern und vorgestern haben die Medien klar erörtert und gezeigt, dass die AfD nicht nur russisches Narrativ nutzt, um unsere Bevölkerung zu verunsichern, sondern auch in ihren eigenen Reihen mindestens 100 rechtsextreme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt durch Steuergelder, die sie verbrauchen, damit unsere Demokratie auserhöht wird. Das ist der Skandal und nicht das, was Sie hier heute zur Aktuellen Stunde machen. 100 rechtsextreme Mitarbeiter, die rechtsextrem eingestuft worden sind, weil sie gegen unsere Verfassung sind. Und das in diesem Jahr. 75 Jahre Grundgesetzbuch. 75 Jahre Grundgesetzbuch. Wir haben die beste Verfassung der Welt. Und solange wir Demokratinnen und Demokraten zusammenarbeiten, werden wir dafür sorgen, dass Sie hier nichts zu sagen haben. Das ist das, womit wir heute hier rausgehen, gemeinsam mit der Bevölkerung hier draußen. Sie werden keinen Erfolg haben, liebe AfD. Vielen Dank. Manfred Grund für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Beim Stand dieser Aktuellen Stunde erlaube ich mir auch, den Blick ein wenig zu weiten und andere Aspekte in den Blick zu nehmen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eine 13-jährige Schülerin malt in der Schule ein Antikriegsbild. Die Lehrerin ruft die Polizei, der alleinerziehende Vater wird verhaftet. Das Mädchen in einem Heim für Wehrkraftzersetzer untergebracht. Das passierte 2023 in einer Kleinstadt 200 Kilometer südlich von Moskau. Warum beginne ich mit diesem Beispiel? Auch in unserer deutschen Debatte um Waffensysteme melden sich Friedensbewegte und Kriegsgegner von links und rechts und auch aus der Mitte der Gesellschaft, die zwar keine Antikriegsbilder malen, aber genau wissen, wie der Krieg in der Ukraine zu Ende gehen sollte, indem der Westen keine Waffen zur Selbstverteidigung liefert und die Ukrainer besser heute als morgen weiße Laken vor die ausgebombten Fenster hängen. Das ist, meine Damen und Herren, der Aufruf zur Kapitulation, die Forderung nach Unterwerfung. Doch bei manchen dieser Wortmeldungen, in denen der Wunsch nach Frieden zum Ausdruck gebracht wird, kommt das Schicksal, das Leid der Menschen in der Ukraine so wenig vor wie im Denken von Putin oder Medvedev.
Diese führen einen erbarmungslosen Vernichtungskrieg gegen ein Land, das für sie keine Souveränität hat, gegen eine Bevölkerung, die keine Daseinsberechtigung hat. Die Brutalität des russischen Vorgehens wird deutlich nicht nur in den Bildern von Butscha, sondern auch in vielen aufgezeichneten Telefongesprächen. In einem Telefonat Anfang Winter 2023 rühmt sich ein russischer Soldat mit Kriegsverbrechen und sexueller Gewalt an Frauen. Der Soldat berichtet, dass er außer alten Frauen niemanden in den ukrainischen Dörfern angetroffen habe. Sein Gesprächspartner fragt nach und möchte dafür den Grund wissen. Der Soldat antwortet, ich zitiere, alle vergewaltigt und getötet. Als wir Lyman plötzlich verlassen mussten, haben wir alle getötet, scheiß Ukrainer, vergewaltigt, getötet, erschossen. In Lyman, in Torske, überall, wir sind einfach rumgelaufen und haben geschossen. Die jungen Männer haben wir einfach mitgenommen, aber die jungen Frauen haben wir vergewaltigt, getötet, erschossen. Zitat Ende. Im Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen wird unter anderem Folgendes dokumentiert. Ich zitiere auch hier. Das jüngste heute bekannte Opfer ist ein vierjähriges Mädchen. Ihre Eltern wurden vor ihren Augen vergewaltigt. Später wurde sie vor den Augen ihrer Eltern vergewaltigt. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Morden und das Vergewaltigen endet nicht, wenn der Westen aufhört, der Ukraine militärisch zu helfen. Denn das Kriegsziel Russlands geht viel weiter als der bisherige Frontverlauf. Putin geht es um die Veränderung der Grenzen in Europa. Das wird deutlich an einer Landkarte, welche Dmitri Medvedev, russischer Ex-Präsident und Vorsitzender des Sicherheitsrates, vor wenigen Tagen präsentierte. Auf der Karte wird die Region Vinnytsia Rumänien zugeordnet, Uschgorod Ungarn, Lviv Ivano-Frankivsk sowie Zhytomyr Wola. Der Rest des Landes auf der Karte Medvedev sind Odessa, Mykolajiw, Tscherkassy, Poltawa, Dnipro, Saporische und Kherson eingezeichnet. Der Rest des Landes soll demnach künftig Russland angehören. Einzig ein kleines Territorium um die Hauptstadt Kiew soll demnach bei der Ukraine als Ukraine zurückbleiben. Meine Damen und Herren, es braucht nicht viel Fantasie. Die Menschen werden in einem derart zerstückelten Land, in dem sie nicht leben und nicht sterben können, nicht bleiben. Sie werden millionenfach weglaufen, weglaufen zu uns. Auch wir sind Putins Kriegsziel. Schicken wir keine Waffen in die Ukraine, treibt Putin Millionen von Ukrainern zu uns. Wir sollten jeden Tag, an dem die Ukraine noch fähig ist und willens ist, sich selber zu verteidigen, eine Kerze anzünden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch zwei Anmerkungen. In wenigen Tagen wird sich Putin für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen. Diese Pseudowahl macht den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie deutlich. In Demokratien werden Regierungen abgewählt. Ein Diktator wird ein Volk nie wieder los, zumindest nicht durch die Inszenierung von Wahlen. Und weil oft auch die Atommacht Russland und mit der Atommacht Russland argumentiert wird, am 26. September 1979 marschierte die Atommacht Sowjetunion in Afghanistan ein. Dieser Krieg endete nicht mit der Niederlage Afghanistans, sondern führte zum Untergang der Sowjetunion. Vielen Dank fürs Zuhören. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Mies Bakan. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Taurus-Abhörfall offenbart eigentlich eine Binsenweisheit digitaler Kommunikation. Die besten Sicherheitsmaßnahmen auf technischer Ebene bringen nichts, wenn Nutzerinnen und Nutzer die Programme nicht richtig bedienen. Dass der Grund für den Datenabfluss ein Anwendungsfehler eines Nutzers war und nicht eine technisch-systematische Lücke, die ausgenutzt worden ist in einem zentralen Kommunikationssystem unserer Streitkräfte, ist fundamental wichtig. Eine gute Sache hatte die Veröffentlichung. Selten wurde in Deutschland so viel diskutiert über Sicherheitslücken. Und den meisten ist mittlerweile klar, welche Tragweite es hat, wenn eine Sicherheitslücke genutzt wird. Hätte es diese Sicherheitslücke gegeben, dann hätte das Folgendes bedeutet. Das hätte bedeutet, dass jede geführte Unterhaltung mit diesem Kommunikationsinstrument
abgehört worden wäre. Das wäre für die Sicherheitslage Europas und die Sicherheitslage in der Welt eine dramatische Vorstellung. Und auch deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, Kommunikation muss immer sicher sein, Kommunikation muss immer verschlüsselt sein. Das ist eine absolute Notwendigkeit, die wir hervorheben wollen. Nicht nur viele Stellen des Staates nutzen Anwendung wie Webex, sondern auch viele Unternehmen und auch Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, das Thema IT-Sicherheit ist gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Sicherheitslücken in solchen Systemen müssen deshalb immer geschlossen werden. Und zur Ernsthaftigkeit in der Lage zur Cybersecurity muss man auch Folgendes sagen. Wir brauchen eine wirkliche Zeitenwende für alle Verfassungsorgane und für alle Sicherheitsbehörden, gerade wenn es um den Eigenschutz der sicherheitsrelevanten Kommunikation geht. Und Sicherheitsvorfälle an der Stelle sind auch ein Punkt, der einfach nicht zu unterschreiten sind. Das ist ein gravierendes Problem. Wir haben einen Schaden von 206 Milliarden Euro jährlich für die deutsche Wirtschaft. Das ist ein größerer Betrag, der da eingenommen wird durch Cyberkriminelle als durch Drogenhändler. Und das BSI macht regelmäßig auf die hohe Bedrohungslage aufmerksam. Das heißt, was wir an der Stelle brauchen, ist auch ein Beamtentum, das an der Stelle sicherheitsbewussten Umgang findet mit den Systemen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir müssen evaluieren und wir müssen eine Priorität setzen, auch in der Bundesregierung, überfällige Gesetze in Sachen Infrastruktur, kritischer Infrastruktur voranzutreiben. Was wir also brauchen, ist ein kritisches Dachgesetz. Und wir brauchen eine Sensibilität in unserer Bevölkerung. Der Abhörfall Taurus zeigt doch auch Folgendes, dass IT-Sicherheit nicht nur etwas ist für Informatikerinnen und Informatiker, sondern dass es an den Anwenderinnen und Anwendern liegt, ob diese Systeme richtig bedient werden. Und es fängt mit einer Wachsamkeit an für seltsame Links, die einem geschickt werden, oder Scam-E-Mails, die ein klassisches Einfallstor sind, aber eben auch für ein offenes WLAN, das ganz praktisch ist in einem Hotel oder in einem Café, aber eben auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Egal, ob man eben ein General ist auf einer Luftfahrtsmesse in Singapur oder eine Geschäftsfrau auf einer Dienstreise irgendwo anders. Ohne die Nutzung von VPNs ist Kommunikation eben nicht sicher und auch andere Anwendungen nicht. Wer sich dafür interessiert, das BSI hat ein großes Informationspaket, auch für Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte allen herzlich ans Herz legen, da einfach mal auch sich zu informieren. Und zum Abschluss möchte ich festhalten, dass es beim Abhörfall Taurus eine russische Propaganda-Operation ist, die natürlich von anderen Themen ablenken sollte. Das haben wir vorhin schon gehört. Das Ziel Putins ist es, in die öffentliche Debatte einen Keil reinzutreiben zwischen Verbündeten. Demokratien sollen geschwächt werden und Vertrauen in gemeinsame Werte soll untergraben werden. Und die Aktion sorgt natürlich auch dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Es ist ein bisschen traurig an der Stelle, dass die AfD genau diese Aktuelle Stunde angemeldet hat. Aber wir haben in der Debatte ja auch schon gesehen, wie schamlos die Partei das Putin-Regime unterstützt. Was die AfD macht, ist destabilisieren, verunsichern und vertuschen. Und wir haben auch vorhin schon in der Debatte gehört, wir hätten an der Stelle auch über den Wirecard-Skandal sprechen können, über Jan Marschalek und sein Agieren mit russischen Geheimdiensten. Auch das hätte ein Thema sein können, war es aber nicht. Was man daran sieht, ist, dass die sicherheitspolitische Bedrohung seitens der AfD nicht verstanden wird oder noch schlimmer in Kauf genommen wird. Und während wir zum Abschluss hier feststellen können, dass es doch keine technische Sicherheitslücke gab bei der Bundeswehr, gibt es doch 100 MitarbeiterInnen in den Organisationen der AfD, von denen man das nicht behaupten kann. Weil der Verfassungsschutz klar sagt, sie sind rechtsextremistisch einzustufen. Wir haben sogar Neonazis. Das heißt, wir haben hunderte Mitarbeiter und damit hunderte Sicherheitslücken in unserem Land und für unsere Demokratie. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als demokratische Parteien einmal gemeinsam wachsam sind, dass wir Manipulationsversuche von außen erkennen und vor allem unsere Demokratie und Sicherheit verteidigen. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie zunächst einmal alle ganz herzlich. Wir fahren fort in der Debatte und das Wort erhält Dr. Dietmar Bartsch für die Gruppe Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja von der Bundeswehr und Ministerin in den letzten Jahren einigen Kummer gewöhnt. Beschaffungsvorhaben, die desaströs gescheitert sind,
bei denen die Kosten explodiert sind, wo die Termine nicht gehalten sind. Eine Ministerin, die mit Kind und Kegel per Bundeswehr nach Sylt geflogen ist und hochnotpeinliche Silvestervideos gedreht hat. Offenbar hat diese Sorglosigkeit, dieser unprofessionelle Schlendrian auch die eine oder andere Führungskraft in Uniform erfasst. Meine Damen und Herren, es ist sehr gut, dass sich der Minister der Verteidigung und die Präsidentin des MADs am Montag einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses gestellt haben, alle Fragen versucht haben zu beantworten. Es ist auch richtig, dass das geheim war. Aber, meine Damen und Herren, damit ist der Abhörskandal nicht erledigt. Man muss sich ehrlich gesagt den Dilettantismus einmal vor Augen führen. 2 Jahre nachdem Russland brutal die Ukraine überfallen hat, findet die Singapore Airshow statt. Und jede und jeder weiß, dass das eine Abhörparty für Geheimdienste dieser Welt ist. Ich gehe davon aus, dass im Übrigen auch unsere Geheimdienste dort aktiv waren. Um das zu wissen, muss man im Übrigen weder General noch Minister sein. Und dann, ehrlich gesagt, auf die Idee zu kommen, sich über eine unsichere Verbindung in eine Videokonferenz einzuwählen und dann noch nonchalant darüber zu diskutieren, wie man der Ukraine ein Waffensystem zur Verfügung stellen kann, deren Abgabe der Bundeskanzler heute im Übrigen nochmal völlig zu Recht ausgeschlossen hat, das ist und bleibt dilettantisch, meine Damen und Herren. Das ist und bleibt dilettantisch. Und es ist der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der hat gesagt, das ist ein schwerer Fehler gewesen. Und das bitte ich, dass wir das alle zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, das ist eine maximale Flop-Leistung. Und das ist keinesfalls eine Relativierung der russischen Verbrechen und auch der russischen Strategie, wenn man das hier einräumt. Ich habe deutlich kritisiert, als die Außenministerin im Mai 2022 vor Kriegsmüdigkeit gewarnt hat. Aber das darf natürlich kein Grund sein, für die Führungsebene der Bundeswehr in einen sicherheitspolitischen Tiefschlaf zu fallen. Meine Damen und Herren, der Minister, ich wiederhole das, hat am Montag von einem schweren Fehler gesprochen und klar zugesagt, dass die hausgemachte Panne, für die er natürlich die politische Verantwortung trägt, Konsequenzen haben wird. Alles andere wäre im Übrigen gegenüber den einfachen Soldatinnen und Soldaten und gegenüber der Öffentlichkeit unverantwortlich. Meine Damen und Herren, ja, wir brauchen solide Aufklärung. Und es ist ganz klar, hier geht es nicht um ein Bauernopfer für Putins Propaganda. Im Fokus muss eine Professionalisierung von Kommunikation und von Strukturen stehen. Und die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dieser Skandal lückenlos aufgeklärt wird. Dies ist eben bisher längst nicht geschehen. Da reicht ein Auftritt im Ausschuss wahrhaftig nicht aus. Wir erwarten weiterhin Antworten auf unsere Fragen, sowohl von Herrn Pistorius als auch vom MAD und dann allerdings auch Entscheidungen. Herzlichen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält jetzt das Wort Dr. Anveruschka Jurisch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, viele Menschen in unserem Land machen sich Sorgen, unbeabsichtigt Kriegspartei in Russlands Krieg gegen die Ukraine zu werden. Ich muss Ihnen leider sagen, Putin führt bereits seit langem einen hybriden Angriff, und zwar gegen uns. Natürlich unterhalb der Schwelle eines offenkundigen kriegerischen Angriffs, natürlich unterhalb der Schwelle eines Bündnisfalls. Aber es ist ein Angriff, oder meinetwegen viele kleine Angriffe. Angriffe gegen unsere liberale, demokratische Gesellschaft, gegen Europa, gegen die NATO-Verbündeten. Putins Ziel ist es, uns von innen heraus zu schwächen. Durch Desinformation, Subversion und aktive Maßnahmen zur Delegitimierung unseres Staates ist der hybride Angreifer schon jetzt bei uns im Inland. Und eine relative Schwäche Deutschlands und der EU bedeutet eine relative Stärkung Russlands. Und das ist etwas, was Putin offensichtlich gerade braucht. Putin nutzt gezielt unsere größte Stärke und gleichzeitig auch Schwäche aus. Er wendet unsere freie und offene Gesellschaft, unseren freien Diskurs, unsere demokratische Meinungsbildung gegen uns selbst. Seine Waffen sind Information und Desinformation. Wir erleben die Brandbeschleunigung von Debatten durch Trolle in den sozialen Medien. Wir erleben das Erweitern von gesellschaftlichen Haarrissen durch querulatorische, nicht sachorientierte Debatten. Die AfD hat beispielsweise keine Skrupel, zum Beispiel in dieser Debatte hier offenkundig falsche Informationen zu verbreiten.
und 1:1 russische Propaganda wiederzugeben. Schämen Sie sich, Herr Moosdorf. Auch gezielte Information kann eine Waffe sein. Stichwort Hack and Leak. Russland hat das abgehörte Gespräch von Bundeswehroffizieren ganz gezielt veröffentlicht. Hier werden bewusst Informationen in unsere Gesellschaft gestreut, um die Debatte zu vergiften, Misstrauen zu säen und zu delegitimieren. Hier geht es nicht um Aufklärung, sondern um Spaltung, mit den Zielen, uns abzulenken und uns zu schwächen. Und wir dürfen nicht über dieses Stöckchen, das Putin uns dahin hält, drüber springen. Auf gar keinen Fall. Das World Economic Forum 2024 in Davos hat in seinem Risikobericht in diesem Jahr die Desinformation als das größte Risiko aufgeführt. Dabei wird vor allem auch der Zusammenhang zwischen Desinformation und zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung hervorgehoben. Seien wir uns auch sehr bewusst, dass bei allem, was unsere Aufmerksamkeit stark beansprucht, die große Gefahr herrscht, dass wir kollektiv in die falsche Richtung schauen und so etwas viel Wichtigeres übersehen. Also wenn ich jetzt die Hand hier hochhalte, schauen Sie alle dort oben hin und wahrscheinlich vielleicht passiert hier unten was viel Wichtigeres. So wie das auch die Kollegin Brugger dargestellt hat. Auch das ist ein großes Risiko von Information und Desinformation als Waffe. Was können und müssen wir also tun? Natürlich müssen wir dringend eine höhere gesellschaftliche Resilienz gegen Desinformation aufbauen. Da sind wir alle gefragt. Aber wir müssen uns auch strukturell besser auf eine hybride Bedrohungslage einstellen. Ich bin Obfrau und Mitglied im Untersuchungsausschuss Afghanistan. Es geht dort im Kern um die Frage, warum der damalige Fall von Kabul nicht rechtzeitig vorhergesehen wurde und wie dieses Chaos damals entstehen konnte. Für mich verdichtet sich in jeder Sitzung des Untersuchungsausschusses mehr und mehr das Bild, dass wir bei uns noch nicht ein geeignetes Frühwarnsystem haben. Gerade auch bei hybriden Bedrohungen geht es darum, breit zu beobachten, verschiedene Lagebilder zusammenzuführen, Querverbindungen herzustellen, außen nicht von innen zu trennen, Maßnahmen vorzuschlagen und zu einen. Das können einzelne Ressorts und Stellen einfach nicht leisten. Deswegen ist es für mich völlig klar, wenn wir schlagkräftig und effektiv auf hybride Bedrohungslagen reagieren wollen, brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat. Der aktuelle russische Informationsangriff führt uns das jetzt wieder eklatant vor Augen. Es ist jetzt an der Zeit, diese Debatte schnellstmöglich zu führen. Denn ohne Sicherheit ist alles nichts. Wir sollten noch in dieser Legislaturperiode über die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates und dessen parlamentarische Flankierung beraten und entscheiden. Es geht um unsere Sicherheit, es geht um unsere Demokratie, es geht um unsere Freiheit. Wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat. Vielen herzlichen Dank. Und der nächste Redner ist André Hunko für die Gruppe BSW. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich mir die Debatte so anhöre seit diesen Taurus-Leaks, habe ich den Eindruck, dass für viele der eigentliche Skandal ist, dass ein ungesichertes WebEx-Gespräch abgehört wurde oder beziehungsweise, dass Offiziere hier dilettantisch vorgegangen sind. Das mag sein, das muss auch aufgeklärt werden. Für mich ist aber der eigentliche Skandal, das eigentlich Beunruhigende, der Inhalt dieses Gespräches, wo im Plauderton darüber diskutiert wird, Szenarien diskutiert werden, wie man die Brücke von Kertsch mit dem Taurus angreifen kann und ohne dass es jemand merkt, dass man vielleicht irgendwie dann beteiligt wird, als dass man Deutschland sozusagen dem Risiko ausgeliefert wird, hier Kriegspartei zu sein. Und das finde ich völlig unverantwortlich. Und wenn man sich die Debatte anschaut, jetzt auch zum Taurus, da ist ja eine eindeutige Mehrheit der Bevölkerung, 2/3 etwa, gegen die Lieferung. Und es ist auch richtig, dass der Bundeskanzler sagt, er wird keine Taurus liefern, weil eben das Risiko einer direkten Kriegsbeteiligung nicht ausgeschlossen werden kann. Aber wenn ich mir die Koalition anschaue, dann bin ich mir nicht sicher, und da haben viele Menschen auch Sorge,
ob dann der Kanzler am Ende wieder umfällt. Und wir sagen ganz klar, nein, diese weitere Eskalation darf nicht hingenommen werden. Und übrigens ist das auch ein Teil des Gespräches, dass die Offiziere selbst sagen, dass diese Lieferung am Kriegsverlauf letztlich überhaupt nichts ändern wird. Wir brauchen nicht eine weitere Eskalation. Wir brauchen endlich diplomatische Initiativen. Die gibt es ja aus vielen Teilen der Welt, von China, aus vielen afrikanischen Ländern, aus Brasilien, lateinamerikanischen Ländern. Ich erwarte von dieser Bundesregierung, dass solche Initiativen unterstützt werden und nicht weiter auf Eskalation gesetzt wird. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Serap Güler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, was an dieser Debatte bisher ziemlich deutlich wurde, ist, dass die AfD diese Aktuelle Stunde eigentlich nur aus einem einzigen Grund gestellt hat. Entweder hat sie den Befehl aus Moskau tatsächlich bekommen, oder sie will hier deutlich machen, dass sie ganz, ganz im Sinne Putins unterwegs ist. Insofern vielleicht im Sinne Putins alles richtig gemacht. Und dennoch ist es wichtig, dass wir darüber an dieser Stelle noch mal reden. Wir wissen, was am 19. Februar aufgezeichnet wurde. Nicht nur wir wissen das, viele andere weltweit wissen das. Und wir können festhalten, dass das Verhalten der vier ranghohen Offiziere, wurde hier schon mehrmals gesagt, die zwar ihren Job gemacht haben, alles richtig, aber trotzdem können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass eben ein Fehler gemacht wurde, dass grob fahrlässig gehandelt wurde. Und dass es jetzt aber wichtig ist, eben die Ermittlungen abzuwarten, die Ermittlungen des MADs, und dann nach Konsequenzen zu schauen. Ich hoffe, dass wir dann auch einen besseren Überblick haben, ob es sich wirklich nur um Anwendungsfehler handelte oder doch nicht um technische Fehler, wo wir auch unsere Systeme infrage stellen müssen. Und auch das wurde hier schon mal betont. Und ich glaube, daran können wir gemeinsam festhalten. Was heute schon feststeht, ist, wir müssen viel stärker in die Spionageabwehr investieren. Wir müssen viel stärker in unsere Sicherheit insgesamt, aber auch insbesondere in die Cybersicherheit investieren. Und die Fragen, die sich dennoch darüber hinaus stellen, sind vor allem politischer Natur und richten sich, ich möchte sie an dieser Stelle, an den Kanzler richten. Denn das abgehörte Gespräch zeigt eben auch, Taurus könnte sehr wohl einen Unterschied machen. Und ich verstehe die Logik nicht ganz, wie man sich einerseits immer wieder hinstellen kann und sagen kann, wir stehen an der Seite der Ukraine, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, und auf der anderen Seite nicht eben alles tun, damit die Ukraine aus der Defensive rauskommt. Diese Frage stellt sich. Uns ist alles klar, auch der Taurus ist kein Gamechanger. Böte den Ukrainern aber die Chance, gezielt russische Nachschubwege auf ukrainischem Terrain zu kappen und damit die Offensive des Aggressors auszubremsen. Und der Call bestätigt auch, deutsche Soldatinnen und Soldaten müssten nicht, ich betone nicht, an einem ukrainischen Einsatz von Taurus beteiligt sein, wenn die Ukrainer entsprechend ausgebildet werden. Und wir wissen ebenso, die Anfrage der Ukraine liegt seit letztem Jahr Mai der Bundesregierung vor. Und die Frage, die sich stellt, ist, wieso lassen sich Kanzler und der Minister jetzt erst briefen? Das heißt, das stimme nicht ganz, aber das Gespräch hört sich so an, als seien diese Informationen noch nicht bis zum Minister oder eben bis zum Kanzler durchgedrungen. Und dieser Frage müssen Sie sich auch weiterhin stellen. Die Ausbildung hätte nämlich schon längst stattfinden können. Und somit hätte man die deutsche Beteiligung in der Ukraine auch ausschließen können. Denn, das ist auch wichtig, der Bundeskanzler behauptet, die Lieferung bedeute die Beteiligung der Bundeswehr. Und dies bedeute wiederum, dass Deutschland Kriegspartei wird. Und ich habe mich wirklich bemüht, ernsthaft bemüht, dieser Logik zu folgen. Und ich muss an dieser Stelle einfach die Frage stellen, wenn die Hilfe deutscher Soldaten beim Taurus-Einsatz bedeuten würde, dass Deutschland Kriegspartei ist, was heißt das eigentlich für unsere Verbündeten?
Was heißt das für Großbritannien? Was heißt das für die USA? Was heißt das für Frankreich, wo wir ja jetzt wissen, dass dort die Soldaten vor Ort sind, um ukrainische Soldaten bei deren Marschflugkörpern zu unterstützen? Was heißt das? Ist das nach der Logik des Kanzlers, wenn man das zu Ende denkt, bedeutet das, dass diese Verbündeten Kriegspartei sind? Diese Frage ist der Kanzler hier heute in der Fragestunde auch wieder schuldig geblieben. Und wenn Sie Kriegspartei sind, was bedeutet das für die NATO? Das sind alles NATO-Mitglieder. Und wenn sie es nicht sind, wieso wären wir es dann? Und das sind Fragen, die der Kanzler vielleicht auch die SPD auflösen muss, weil an diesen Tagen hat man vor allem das Gefühl, dass die Sicherheits- und Verteidigungspolitik dieses Landes nicht im Verteidigungsministerium, nicht im Kanzleramt, sondern vor allem in der Parteizentrale gemacht wird. Wenn ich heute auch Kevin Kühnert höre, der einen Ringtausch sogar ausschließt, wo die Außenministerin am Sonntagabend gegenüber der Öffentlichkeit noch eine andere Position vertreten hat. Und insofern, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, aber trotzdem die letzte Frage. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Es sind Fragen, die beantwortet werden müssen, die vor allem politisch sind und die der Kanzler auch heute in der Fragestunde nicht beantworten konnte. Danke schön. Als nächstes erhält das Wort der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, hier wird haarscharf an dem eigentlichen Problem vorbeidiskutiert. Was hier stattgefunden hat, war eine Unachtsamkeit, die man solchen Generälen auch nicht entschuldigen kann. Ich habe dieses Gespräch, was da war, habe ich mir auch besorgt und habe das auch gehört. Das kann jeder machen, das kann man im Netz bekommen. Und dann stellt man fest, da haben Chefgeneräle der Bundeswehr, der deutschen Luftwaffe darüber Gedanken gemacht, präzise eine Angriffsplanung, wie man schaltet die Kertschbrücke, die zum Teil auf russischem Grund und Boden fußt. Wie schaltet man die aus, ohne dass es auffällt und ohne dass in der Öffentlichkeit bekannt wird, dass es deutsche Soldaten sind, die wieder einen Angriff auf Russland gestartet haben. Und zwar einen völkerrechtswidrigen Angriff, der nach der UNO-Charta strengstens verboten ist und Russland jeden Weg der eigenen Selbstverteidigung eröffnet, was sie übrigens für die Ukraine ja ständig betonen, dass sie das Recht haben, sie zu verteidigen. Das gilt genauso für Russland, denn Russland befindet sich mit uns noch nicht im Krieg, hat uns keinen Krieg erklärt. Und sie wollen aber den Taurus einsetzen, damit eine Kriegserklärung überflüssig wird, weil das schon der Krieg ist. Und Sie haben unsere ganze Bevölkerung in Gefahr gebracht. Wie die Russen reagieren, wissen wir doch nicht. Sie hoffen alle, dass Putin nichts macht. Hunderttausende Menschen in Deutschland können sterben, weil sie nicht nachdenken mit dem, was sie diskutieren. Danke. Und der Abhörskandal, der interessiert. Herr Falle, es geht einfach nicht, dass Sie immer weiterreden. Herr Abgeordneter. Herr Abgeordneter, es kann Sie keiner mehr hören, weil das Mikrofon aus ist. Ihre Zeit ist weit überschritten. So geht das aber nicht. So, vielen Dank. Wir müssen uns schon ein bisschen an die Regeln alle miteinander halten. Und Sie wissen doch, wie lang die Zeit ist. Ja, jeder weiß es. Ich habe auch jeden unterbrochen, der zu lang war. Aber so weit hat keiner überschritten, wie Sie es getan haben. So, letzter Redner ist jetzt Daniel Baldi für die SPD-Fraktion. Dankeschön, Frau Präsidentin. Ach, Kinder, ist immer dieselben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die größte Schwachstelle in der IT ist der Mensch. Und diese Schwachstelle wird gnadenlos ausgenutzt. Von Hackern, von Kriminellen, die ihre Dienste im Internet anbieten als Crime as a Service,
aber eben auch von anderen Staaten. Und die Ergebnisse sind Desinformationskampagnen, öffentliche Verunsicherung oder auch Angriffe auf sensible Infrastruktur und Ähnliches. Und wie können wir dieser hybriden Kriegsführung Russlands und anderer Staaten entgegentreten? Ganz einfach, indem wir uns dieser Gefahr erstens bewusst werden und zweitens dann auch danach handeln. Und es, glaube ich, überrascht niemanden, dass die AfD diese russische Propaganda der letzten Tage mitgeht. Aber manche Äußerungen der Union der letzten Tage, die haben mich dann doch etwas überrascht. Und die konnte ich erstens auch nicht als Kampf gegen die Kreml-Propaganda verstehen. Im Gegenteil, die hätte man teilweise auch mit bösem Willen fast schon als Unterstützung werten können. Da stellt sich mit Herrn Kiesewetter, der ein Unionsabgeordneter, der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, ins Fernsehen und sagt quasi, ich weiß aus guter Quelle, dass da noch ein fünfter Teilnehmer dabei war und keiner hat es gemerkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abgesehen davon, dass es für diese Behauptung offenbar gar keine Grundlage gibt, Putin geht es um die Spaltung dieses Landes und die Verunsicherung für die Bevölkerung. Und wenn wir unserer Parlamentsarmee nicht zutrauen, bis vier zählen zu können, dann hat doch die russische Propaganda gewonnen. Und sie spielen unwissentlich mit solchen Interviews und Aussagen das Spiel Putins mit und untergraben selbst auch noch das Vertrauen in die Truppe, liebe Unionsfraktion. Aber es gibt nicht nur unvorsichtige Äußerungen, bei denen man sich lieber zweimal fragen sollte, gehe ich damit direkt in die Öffentlichkeit oder spreche ich es vielleicht lieber noch mal in einem Gremium an, das dafür zuständig ist. Und ich finde es ebenso beachtlich, dass manche sich hier öffentlich immer als die großen Chefaufklärer hinstellen, aber auf der anderen Seite die Regeln, die wir uns gegeben haben als geheimtagendes oder eines geheimtagendes Gremiums, dann massiv missachten. Und wenn ich quasi am Montagabend live mitlesen kann, was im geheimtagenden Verteidigungsausschuss gesagt wird, dann kann ich nur sagen, in jedem Gemeinderat, sei es bei mir daheim in Münster-Samsheim, aber sicherlich auch bei Ihnen in der Heimat, da darf aus einer nicht öffentlichen Sitzung nicht berichtet werden. Und da hält sich auch jemand dran, jeder dran. Und mein Eindruck ist, hier im Haus gehört es bei manchen Kolleginnen und Kollegen mittlerweile fast schon zum Alltag, aus geheimen Sitzungen zu berichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können uns 10 Krypto-Handys kaufen, können die 8-mal verschlüsseln. Wir können die Geheimschutzstelle mit mehr Geld und Personal ausstatten. Wir können nur noch in abhörsicheren Räumen kommunizieren und tagen. Aber wenn wir am Ende rausgehen und alles ausplaudern, dann ist das alles nichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was können wir nun aus diesem veröffentlichten Gespräch der Bundeswehroffiziere lernen und wie können wir uns resilient machen in diesem Kampf gegen die hybride Kriegsführung Putins und anderer? Erstens, die aktuell größte Schwachstelle, ich habe es eingangs gesagt, ist der Mensch. Und wir sollten eigene Fehler vermeiden und uns vor allen Dingen auch der Gefahren bewusst werden. Soll ich das wichtige Telefonat jetzt wirklich in der Bahn führen oder warte ich lieber noch 5 Minuten, bis ich ungestört bin? Habe ich das neueste Update auf meinem Smartphone, damit etwaige Schwachstellen bestenfalls auch geschlossen sind? Hat es einen Grund, warum Sitzungen geheim eingestuft sind und sollte ich deshalb auch öffentlich nicht darüber sprechen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind hier in diesem Haus, müssen da mit gutem Beispiel vorangehen, denn das, was ich eben aufgezeigt habe, da sind wir selbst noch an vielen Stellen auch zu nachlässig. Zweitens, die von Ministerin Faeser vorgeschlagene Cybersicherheitsagenda sollten wir auch weiter konsequent umsetzen. Das Thema ernst nehmen für uns in der Politik, aber eben auch für das Land. Jedes Jahr entstehen, die Kollegin hat es eben schon gesagt, der deutschen Wirtschaft mehr als 200 Milliarden Euro Schaden durch Cyberkriminelle. Sei es der Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag 2015 oder auch der Ransomware-Angriff-Attacke auf das mittelständische Unternehmen, dessen Produktion dann dadurch stilllegt. Es trifft uns alle. Oder wie es Generalmajor Jürgen Setzer, der Cybersicherheitschef der Bundeswehr, sagte, wir müssen Cybersicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Wir müssen auch unsere Behörden im Bereich Cybersicherheit stärken. Und ich kann hier nur einmal appellieren und darauf aufmerksam machen, es gibt gerade 2 von den Ampelfraktionen vorgelegte Grundgesetzänderungen, einmal für das BSI als Zentralstelle, einmal für die Bundeskompetenz für die aktive Cyberabwehr. Die liegen auf dem Tisch. Das sind genau die richtigen Vorschläge, die wir jetzt zu dieser Zeit brauchen, um unsere Cyberresilienz in dieser hybriden Kriegsführung zu stärken. Dafür stehen wir bereit. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns mit dem mitgeschnittenen Gespräch ein blaues Auge geholt. Schützen wir uns also jetzt vor dem K.O. Vielen Dank. Und damit ist die Aktuelle Stunde beendet.